Nun, wir möchten heute die letzte Lektion durchnehmen aus Psalm 23, Vers 6. Lass uns nochmal den ganzen Psalm durchlesen. Der Herr ist mein Hirte, mir wird nichts mangeln. Er weidet mich auf einer grünen Aue und führt mich zum frischen Wasser. Er erquicket meine Seele, er führt mich auf rechter Straße um seines Namens willen. Und ob ich schon wandert im finstern Tal, fürchte ich kein Unglück, denn du bist bei mir, dein Stecken und Stab trösten mich. Du bereitest vor mir einen Tisch im Angesicht meiner Feinde, du salbest mein Haupt mit Öl und schenkest mir voll ein. Gutes und Barmherzigkeit wird mir folgen mein Leben lang, und ich werde bleiben im Hause des Herrn immer da. Herr Jesus, Dank sei dir für diesen kostbaren Psalm. Und lass ihn auch jetzt tief in unsere Herzen hineindringen und fallen, und dass wir Frucht haben für Zeit und Ewigkeit. Gib die göttliche Salbung zur Verkündigung dieses Psalms in Jesu Namen. Amen. Amen. Das Beste kommt zuletzt, ist das heutige Thema. Das Beste kommt zuletzt. Nun, Satans Versuche beginnen mit süßen Reizen, aber hernach die nüchterne Bitterkeit. Wenn er versucht, uns zu verführen, dann malt er alles in rosa Farben und so weiter und so fort und macht alles schmackhaft. Das musst du erlebt haben. Oder was kostet die Welt? Ich will sie mir kaufen. Der Teufel sagt, brauchst nicht kaufen. Bete mich an, ich schenke es dir. Aber er ist der Vater der Lüge. Und so versucht er, die Menschen über Propaganda zu verführen, ob sie in Rauchen, Alkohol und Vergnügungen in allen Dingen und Partys. Er verspricht, aber er haltet nichts. Und das ist, wenn die Menschen so auf ihren Festen sind, bestimmt habt ihr es schon gehört oder auch selber mitgesungen. Ich war auch einer von denen, die diese Lieder gesungen haben. Oh, wie ist das schön, oh, wie ist das schön. Oder so ein Tag, so wunderschön wie heute. Und jetzt das Schlimmste, und das habe ich auch gesungen. Wir kommen alle in den Himmel, weil sie brav sind. Ich war alles, aber nicht brav. Und da muss man sagen, der Feind versucht, einen buchstäblich auf den Rücken zu legen, einen zu Fall zu bringen. Er will, dass wir in der Sünde baden. Und wer sich da hineinbegibt, der weiß gar nicht, was der Sünde Sold ist. Der Sünde Sold ist der Tod, und er kostet das Leben. Warum sollen wir diese teuren Vergnügungen mit dem eigenen Leben bezahlen? Ich kann euch sagen, ihr Lieben, das ist eine todtrauliche Welt, wenn wir sehen, sie leben in all diesen Vergnügungen und am Ende tot. Wir sehen auch die Atheisten, die da sagen, es gibt keinen Gott. Und ich habe schon mit manchen Atheisten gesprochen. Und er sagt, ich bin Atheist. Weißt du, was ich da sage? Das glaube ich nicht. Es gibt keinen Atheisten. Weil jeder Mensch hat von Gott eine Seele bekommen. Sie muss sich entscheiden, für oder gegen. Aber das meint nicht, wenn ich sage, ich bin Atheist, es gibt keinen Gott. Leute, solche Blödsinn gibt es nicht. Und wenn ich solche Blödsinn vertreibe, dann bin ich schlimmer als ein Heide, schlimmer als ein Tier, weil ein Tier weiß, du kannst ihm gehorchen seinem Herrn. Aber der Mensch, ich bin Atheist. Manchmal siehst du die kleinen Kinder, so Jugendliche, so Greenhörner, sagt der Engel, der Greenhorn. Ja, und sie sagt, oh, ich glaube nicht, oh Gott, ich bin Atheist. Oh, mein lieber Heiland, da geht dir manchmal der Hut hoch, den du nicht auffasst. Deshalb, wir müssen den Leuten es plausibel machen, ob du es willst oder nicht. Es gibt einen Gott, der Himmel und Erde und alles, was darin ist, geschaffen hat. Ich habe euch neulich gesagt, wie diese, wie heißen die nochmal, die zu Gott kamen, die Wissenschaften oder Wissenschaft.
Oh Gott, wir brauchen dich nicht mehr. Wir können auch Menschen machen. Sag Gott, dann mach es doch. Und als sich der runterbeugt und nimmt die Hand von Erde, der Wissenschaftler, der sagt Gott, du machst deinen eigenen Dreck, wenn du Menschen machen willst, aber nicht meinen. Ist es so? Wir wollen auf Kosten anderer profitieren. Leider geht das nicht. Wir müssen zur Realität zurückkommen. Nun, wie viele Heime kennen wir? Und du siehst in vielen, vielen Heimen, wo die Sündespuren zurückgeblieben sind. Und was sieht man, was da überhand genommen hat? Und das ist, was wir immer wieder sagen und die Leute warnen, sagen nie, das ist der Wahnsinn. Ich glaube, ich bin. Ich glaube, ich werde verrückt. Wenn du sagst, ich glaube, du wirst es werden. Deshalb ist wichtig, dass wir diese Leute warnen, es nicht zu tun. Da brauchst du nur fragen, willst du wahnsinnig werden? Ja, nee, dann sag doch kein Quatsch. Weil die Worte haben Kraft und die haben Flügel. Und das Wort, was gesprochen ist, das fliegt durch die Welt. Und keiner hält sie auf. Und Gott wird jeden Mann zur Rechenschaft ziehen, der sein Gebot übersteigt oder übergeht und glaubt nicht, was er sagt und sagt auch nicht, was er glaubt. Nun, wir Gläubige sind ja nicht von dieser Sorte, weil wir eine andere Zukunft anstreben. Und unsere Zukunft ist doch, Herr, komme bald. Paulus sagte so schön, ich habe Lust abzuscheiden, um bei Christus zu sein. Ihr Lieben, wenn einer das sagt, dann kann ich mir ganz sicher sein, diese Person ist in engster Verbindung mit seinem Herrn und Heiland. Ich habe Lust. Und keiner hält ihn ab. Deshalb Satans Versuche beginnen, immer wieder den Menschen wegzulocken, dass er das tut, was er will. Nun, die Hochzeit zu Kana können wir lesen, als Jesus eingeladen wurde. Und dort haben sie, ich würde sagen, ziemlich gut gefeiert. Frag mich nicht, warum, weshalb, wieso, aber ihnen ist Wein ausgegangen. Was meint das? Muss wohl ein großes Fest gewesen sein. Und als Maria das zu hören bekam, sagt sie, Jesus, die haben kein Wein. Sagt Wein, was geht dich das an? Und Maria dreht sich, was er euch sagt, das tut. Was er euch sagt, das tut. Und was Jesus gesagt hat, das hat die viel Überlegung gebraucht. Sie fingen an, die leere Krüge zu füllen. Und siehe da, der Speisemeister, er war ganz neben der Kapp. Er hat dem Bräutigam wohl ziemlich Bescheid gegeben, du bist mir so einer. Den schlechtesten Wein gibst du zuerst. Das ist nicht unsere Tradition. Wir geben das Beste. Und wenn sie dann schon halb benebelt sind, dann gibt man das weniger Gute, ja. Also der Mensch denkt doch Gott lenkt, aber ich möchte sagen, das Beste kommt zum Schluss. Das ist Gottes Plan. Und das macht mir Mut zu glauben, auch wenn wir schon im Alter vorangeschritten sind, wir haben noch herrliche Zeiten vor uns, bis Jesus kommt. Amen. Das ist meine Hoffnung. Und ich lasse mich nicht verführen von anderen, die sich schimpfen und benennen mit Doktortitel und dergleichen. Ich glaube, dass der größte Doktortitel unser Herr und Heiland ist, der uns gegeben hat, alle Macht, den Feind zu besiegen. Weil er hat die ganze Macht und was er hat, haben wir auch. Was ich getan soll, ihr auch tun. Doch leider, wir machen wenig Gebrauch davon. Aber wir dürfen es neu entdecken heute Abend, dass wir es lernen und sagen, Herr Jesus, auch ich will das Beste in meinem Leben haben. Und dann gibt es einen schönen Chorus. Jeder Tag mit Jesus ist trauriger als der Tag vorher. Meine Zeit habt ihr gut aufgepasst. Also nochmal das Beste. Jeder Tag mit Jesus ist
schöner als der Tag zuvor. Auch wenn es mal nicht schneit, auch wenn es mal nicht scheint und wenn es nur regnet. Und jemand sagt, die Sonne lacht Tränen, wenn es regnet, dann freu dich doch. Also wir freuen uns, weil jeder Tag mit Jesus sollte der schönste Tag sein. Darum wollen auch wir das Beste aus unserem Leben machen, weil wir bereit sein wollen, Jesus zu begegnen. In Kanada haben wir ein älteres Ehepaar kennengelernt. Er war Herzspezialist, ist Doktor, aber sie sind wohl schon über 80. Und sie sagten uns, wisst ihr, wie wir beten? Herr, mach es mit unserem Ende gut. Opa Kollender, der mein Bibelschüler und auch Rudis Bibelschüler war, Lehrer war, der hat sich abends hingelegt und am nächsten Tag war er schon beim Heiligen und hat dort gefrühstückt. Ist doch wunderbar. Hingelegt im Frieden und mit Freudigkeit im Himmel aufgewacht. Was denkt ihr, wenn ein Mensch stirbt? Ich werde morgen darüber ein bisschen mehr erzählen. Was passiert? Viele Leute haben so wenig Ahnung, was da passieren könnte. Leute, wir müssen uns belehren lassen. Es darf kein einseitiges Evangelium sein, es soll ein volles Evangelium sein, weil es ist die volle, die ganze Wahrheit. Und deshalb sagt Johannes 1, euer Herz erschrecke nicht, glaubet an Gott und glaubet an mich. In meines Vaters Hauses sind viele Wohnungen und wenn es nicht so wäre, so würde ich euch gesagt haben, ich gehe in euch die Städte zu bereiten und werde wiederkommen, um euch zu mir zu nehmen, auf dass ihr seid, wo ich bin. Nun, in Brasilien mussten wir oder durften wir manches lernen und da schüttelt es nur mit dem Kopf und hast ein Lächeln auf den Lippen. Da waren zwei Schwestern, die mochten sich beileibe nicht auf Erden. Wenn die eine hier gesessen hat, hat die andere dort gesessen. Nun, ihr beobachtet ja euren Pastor oder wer immer die da, der Pastor beobachtet ja auch die Lämmlein und die Schäflein und die Lieblinge und dergleichen. Und ihr merkt, die zwei lieben sich nicht, die gehen sich immer aus dem Weg. Und dann nahmen sie zusammen und sagen, was ist los mit euch? Ja, ich mag den Teufel nicht. Was? Du sagst zu deiner Schwester Teufel? Und du? Ja, und wenn die das Haus hat, ist auch. Ja. Hätte nur noch gefehlt, dass sie sich die Haare gerauft haben. Sagt er, so kommt ihr mir nicht in den Himmel. Entweder zur Puse oder raus. Doch, wir kommen in den Himmel. Ja, wie meinst du das? Wenn die auf dieser Stadtseite wohnt, wohne ich auf der anderen Stadtseite. Die Frauen sind auch klug, die lassen sich nicht so schnell um den Finger wickeln. Dann bin ich auf der anderen Stadtseite. Und das kann ja passieren, weil ich glaube, es wird so viel Platz sein, dass der Himmel ist immer noch ein Platz der Herrlichkeit. Jedoch, Unversöhnlichkeit hat da keinen Raum. Und das ist das Gute, wenn wir versöhnt sind mit Blut und Schwester. Darum, Jesus, er spricht von dem Haus, auch David, er spricht von dem Haus. Und ich werde bleiben. Wie konnte ein David von einem Haus sprechen, als er schon weit vor Jesus gelebt hat? Und jetzt kommen viele und sagen, es gibt kein Himmel, es gibt keine Hölle. Du, das wäre ja Dummheit. Gott seinen Sohn auf die Welt zu schicken, dass es soll gemattert und geschlagen und ermordet zu werden, dass wir sollen nichts dafür bekommen. Er will uns mit ihm alles schenken. Bist du bereit? Kannst du ein bisschen mehr aufnehmen? Halleluja. Wir können noch mehr erwählen mit ihm uns alles schenken. So will ich wiederkommen und euch zu mir nehmen. Und das ist das schönste Ereignis. Wir kommen heim. Morgen wird die Irmgard und ich wohl singen, komm heim zum Abendmahl. Das kommt in YouTube, Internet, wird oft tausendfach schon gehört. Weil die Leute haben ein Verlangen, komm heim zum Abendmahl. Das Lied hätte könnten für mich und für meine Mutter geschrieben sein. Dass die Mutter ruft, komm heim. Ja, Lieben, wie schön ist, wenn wir diese Verbindung haben zum Himmel. Jetzt die Frage ist, wo ist der Himmel?
Wo könnte er sein? Ich kann euch ein bisschen auf die Sprünge helfen. Er sollte in uns sein. Zum Teil ja, aber jetzt, wo ist der Himmel? Jesus ist ja aufgefahren. Was heißt aufgefahren? Jetzt sagt mir, wenn die Afrikaner sagen oben, was sagen wir? Wenn die Russen sagen oben, was sagen wir? Wenn die Australier sagen oben, was sagen wir? Wenn die Südamerikaner sagen oben, was sagen wir? Wo ist jetzt oben? Darf ich euch ein bisschen ritterlich machen? Aber ist zum Guten. Der Himmel, meine Überzeugung, ist hoch und tief im Norden. Da ist wie eine schwarze Gardine. Der Norden kann nicht erforscht werden bis zum heutigen Tag. Und sollte jemand auf die Idee kommen, dort hineinfliegen zu wollen, er kommt nicht mehr zurück. Dunkel, dunkel nach allen Ecken und Enden und er fährt sich zu Tode. Was kein Auge gesehen hat, man kann den Westen, den Süden, den Osten, all die Sternewelt beobachten, aber Norden, nein. Und warum nicht? Ich bin der Überzeugung, deshalb gab Gott uns den Kompass. Und der Kompass wiederum, wo immer du wohnst, egal auf welchem Erdteil, er zeigt immer zum Himmelwärts. Halleluja! Und wenn wir das wissen, dann ist der Himmel da oben, weil er kann nicht unten sein. Neulich bekam ich ein Dokument in die Hand. Da sagten sie, sie haben sogar die Hölle gehört in Sibirien, als sie nach Öl gegraben haben und hören Geräusche von Stöhnen. Ihr Lieben, die Hölle ist leicht dichter, wie viele es an. Die ganzen Berge, die da Feuer spucken, das ist unter uns. Wir hocken buchstäblich auf einem Pulverfass. Und dann kommen noch die armen, klugen Menschen und wollen sagen, es gibt keine Hölle. Die werden sich umschauen, dass sie nach der Ewigkeit lang heulen und schreien und heulen werden. Es gibt doch eine Hölle. Sünde kann dort nicht hinein. Und darum ist mir so bewusst, mit Jesus sind wir immer auf der Siegestraße. Es war ein brasilianischer Militärmann, seine Frau war gläubig. Er kommt aus der Gegend, wo wir gewohnt haben. Und die Frau war gläubig und hatte das Zeugnis bekommen, dein Mann wird sie vorher bekehren, bevor er stirbt. Glaube es. Und beim Militär, siehe da, eines Tages starb ihr Mann. War nicht bekehrt. Pastoren, mit denen ich auf der Konferenz war, also keine fremde Story, persönlich erlebt. Ich habe sogar eine Kassette von ihm zu Hause. Er sollte beerdigt werden, weil dort ist innerhalb von 12 Stunden beerdigt in Brasilien. Da warteten immer nicht drei Tage. Und jetzt sollte der Mann beerdigt werden, sagte die liebe Schwester, die Frau, nein. Ich habe das Zeugnis von Gott, mein Mann wird sich vorher bekehren. Und ich dulde es nicht, dass wir ihn jetzt beerdigen. Ja, liebe Frau, alle werden beerdigt. Alle sind alle, mein Mann ist nicht alle. Und ich halte fest, was Gott mir verheißen hat. Resultat. Eine Woche lang war der Mann tot. Und die Gemeinde gebetet, Herr, richte ihn doch auf, wenn du es verheißen hast, musst du dein Wort doch bestätigen. Nach einer Woche kam er im Leichenhaus zu sich. Aber in dieser Woche wird er durch das Totental, sagt Totenreich, geführt. Und er sah die Hölle, die Grausamkeit, der Rauch, der Gestank und das Schreien, das Herz zerreißende Schreien, hilf mir!
Und als er dieses erhörte, hat Gott Gnade geschenkt, dass er die Gebete seiner Frau hörte: Herr, bringe mir meinen Mann zurück. Er wurde dann rausgeführt von dieser Höllenwelt. Er kam zwar über grüne Wiesen und herrliche Täler und so weiter und sah von Weitem die Herrlichkeit Gottes. Und als er das gesehen hat, wo willst du hin? Wachte er wieder auf, kam zum Leben zurück und bekehrte sich. Und daraufhin hat er eine Kassette besprochen, was er alles in der Zeit erlebt hat. Ihr Lieben, es gibt eine Hölle. Und keiner täusche sich, der da meint, es gibt keine. Wir kommen alle in den Himmel, die sind irgendwo verloren gegangen. Er sah den schrecklichen Ort und wie er das Flehen der Gemeinde hörte: Komm zurück, du darfst nicht gehen. Ihr Lieben, will ich dir Mut machen, hast du einen Mann, hast du eine Frau, hast du Kinder, hast du Verwandte, stelle dich in den Riss und halte fest durch. Glaube, es ist Hoffnung, auch für Hoffnungslose. Glaube, es gibt Hoffnung, auch für Hoffnungslose. Darum wird der Herr Jesus uns diese Herrlichkeit nicht vorenthalten, sondern sagt: Komme heim zu deines Herrn Freude. Ihr kennt doch die Geschichte von Stephanus, bei der Steinigung, als er kurz vor dem Abscheid war: Herr, behalte ihn die Sünde nicht. Aber ich sehe Jesus stehen auf der rechten Seite Gottes. Das heißt, Jesus hat sich erhoben vom Thron und hat seinen Diener Stephanus heim persönlich empfangen. Das ist es, Jesus, für dich und mich persönlich zu empfangen. Herr, ich will, dass dir, die du mir gegeben hast, bei mir sei. Und es soll keines fehlen. Und dann können wir den schönen Chorus und auch das Lied singen: Am anderen Ufer, da gibt es kein Leid. Am anderen Ufer, da herrscht nur Freude, am anderen Ufer, da weint man nicht mehr. Am anderen Ufer, da wohnt unser Herr. Und was sagt in dem Psalm Gutes? Und der letzte Vers? Barmherzigkeit wird mir folgen, was? Mein Leben lang. Und ich werde bleiben. Das heißt, ich habe einen Heiland, darf ich mal sagen, der guten Zeit. Und ich habe einen Heiland der Barmherzigkeit, wenn es nicht so gut geht. Auch durch trauliche Zeiten ist er dennoch bei dir. Du bist nie allein. Und lass dich nicht vom Bösen überwinden, sondern überwinde das Böse mit Gutem. Deshalb viele sind voraus und erwarten schon drüben an dem goldenen Strand. Und die Beweise haben wir auf der Hand, als Petrus auf dem Berg der Verklärung war mit Jesus. Und er sagt: Herr, lass uns Hütten bauen. Wie? Mose erlebte in der Gesetzeszeit, in dem Gesetzeszeitalter, Elia in dem prophetischen Zeitalter und Jesus in dem Gnadenzeitalter. Also die Vollkommenheit. Wir haben dieses Geheimnis entziffert. Wir werden Jesus sehen. Herr, hier ist gut sein. Und ich denke, wenn wir dieses erkennen, hier ist gut sein, so wie auch der König David, er wird im Himmel wunderbare Lieder noch spielen, da bin ich mir überzeugt. Und ich werde sagen: David, ich habe es nie gelernt, vielleicht bringst du mir ein bisschen was bei. Weil Hafenspiel ist ja was Kostbares, nicht wahr? Und das ist vielleicht ein Chor von wie vielen Millionen von Sängern. Da wird er sagen, wer immer der Chorleiter ist: Ich singe mit. Ich singe Bass. Das Tiefste vom Tiefsten. Und es soll etwas entstehen. Diese Himmelschor,
Halleluja. Es wird eine Herrlichkeit rauschen, wie wilde Wasser. Es wird so köstlich, so wunderbar sein. Ihr Lieben, das ist wunderbar zu wissen. Ich bin immer bei Jesus. David, der wird spielen. Die anderen Patriarchen, die werden ebenfalls ihren Beitrag leisten. Und dann haben wir doch das wunderschöne Lied, das wir alles kennen, das gibt es wohl in alle Sprachen. Du großer Gott. Wenn ich die Welt betrachte, die du geschaffen hast, dann der Jesus wird uns da führen, dass wir diesen Himmels Teil bekommen, wo es heißt, Gott wird abwischen alle Tränen. Dort weint man nicht mehr. Denn der auf dem Thron saß, der sagt, siehe, ich mache alles neu. Ich mache alles neu. Darum ist der Herr mein Hirte. Mir fehlt nichts mehr. Ein kleines Kind, dass es gelernt hatte, aber hat vergessen, wie das zu sagen. Sagte, der Herr ist mein Hirte, ich habe gar keinen Fehler mehr. Also, mir fehlt nichts. Wie schön ist, wir haben nichts. Und wenn wir was haben, sagt es Jesus. Und wir wollen dadurch das neu entdecken, die Gemeinschaft der Heiligen, zu bleiben im Hause des Herrn. Immer da. Und Psalm 122 kennt ihr bestimmt auch. Alle cremig, wandern mit die Seren, vamos, vamos a casa do Señor. Nichts verstehe ich, Ausländer, ja. Wie heißt es zu Deutsch? Sonst meine Frau, ich sage noch, wollen wir mal testen, ob sie Portugiesisch kann. Ich freute mich, als man mir sagte, lasst uns gehen zum Hause des Herrn. Sie hat es verstanden? Und ihr nicht? Leute, was fehlt uns noch? Lasst uns ins Hause des Herrn. Und wer sagte das? Kein geringer als David. Wir wollen ins Haus des Herrn. Und da fühlen wir uns doch pudelwohl. Der Herr Jesus ist doch da. Da brauchen wir gar nicht so viele Worte machen, sagen, Herr, rede dein Knecht, deine Magd zu hören. Und er wird uns lieben, nach Psalm 37 bin ich überzeugt, was auch unser Herz begehrt und wünscht. Denn er will, dass es uns wohl gehe. Und wir, wie die Tsunamitin gesagt hat, mir ist's wohl, mir ist wohl in dem Herrn. Kannst du das heute Abend sagen? Amen. Können wir das alle zusammen sagen? Mir ist wohl, mir ist wohl. In dem Herrn. Amen. O Herr Jesus, wie wunderbar ist es, dass wir mit deinem kostbaren Wort auch dieses Bibelstudium durchnehmen durften. Weil du leitest uns auf rechter Straße, dass keiner sollte weichen, weder zu rechten noch zu linken. Auch nicht zurückbleiben, auch nicht vorweglaufen, aber an deiner Seite. Und wenn wir mit dir gehen, dann führst du uns so richtig und wohltuend, dass niemand uns schaden kann, Herr, weil wir geborgen sind in dir und dass Gutes und Barmherzigkeit uns folgen werden unser Leben lang. O Herr Jesus, deshalb können wir auch in guten, wie auch in schlechten Zeiten dich loben, dich verherrlichen. Segne meine Geschwister und gib auch ihnen die Freudigkeit in der Nachfolge. Gib auch ihnen die Antwort ihrer Gebete. Und dass die Verlorenen ihres Hauses, sei es Mann, Frau, Kinder, wie auch immer, sie zum Glauben kommen. Herr Jesus, und jetzt biete ich in deinem Namen jede Macht der Sünde und des Teufels zu weichen an der Seite meiner Geschwister, auf das, wo immer sie geht, der Friede Gottes um sie herum ist. Und sie mit Frieden kommen, im Frieden ziehen und auch mit Frieden das Land einnehmen. Wollen sie ihre Häuser umwandeln und dass es Häuser des Gebets werden, so wie auch unser lieber
Josua sagte, ich habe und mein Haus, wir wollen dem Herrn dienen. Herr Jesus, in deinem Namen möchte ich all unsere Häuser dir jetzt weihen. Und schenk Gnade, dass keiner es für Eigentum ansieht, aber als ein Geschenk Gottes. Was du geschenkt hast, da wohnt Herrlichkeit, Friede und Freude allezeit. Und das danke ich dir, Herr, dass du es schenken wirst aus Gnaden. Wer möchte noch beten?